und damit herzlich willkommen heute mal von außerhalb. Wir sind hier auf einer Verbrauchermesse wie du und ich und wir fühlen uns wohl hier. Neue Folge der wunderbaren Welt des Herrn Ebert und Skandal, Skandal, Skandal. Die ARD hat ihn erwischt. Wolfgang Schäuble, wenn Sie mal schauen wollen, das war das erste Bild, was von Wolfgang Schäuble veröffentlicht worden ist. Was ist denn daran der Skandal? Wenn Sie genau hingucken, sieht man in diesem Film der ARD, der inzwischen verboten worden ist, auch Wolfgang Schäuble spielt heimlich im Bundestag Sudoku. Das will er natürlich nicht und hat es über Anwälte verbieten lassen. Er beruft sich da auf die Hausordnung des Bundestages, in der steht, man darf da gar keine Papiere abfilmen, zumindest nicht so, dass man lesen kann, was da drauf steht. Ne? Sonst würde man bei Frau Merkel vermutlich das Kreuzworträtsel erkennen. Und das will ja auch keiner. Ein lustiger Fleischesser mit 9 Buchstaben. Vielleicht können Sie mir helfen, Damen und Herren. Lustiger Fleischesser mit 9 Buchstaben. Hans Wurst. So, jetzt haben wir einen Witz gemacht. Jetzt gucken wir mal auf die ernsten Themen der Woche. Und da ist ganz vorne Joachim Gauck. Wulff ist ja weg, Gauck kommt. Ja. Viele reden jetzt schon vom Super-Gauck und haben Angst davor. Ja, schon, aber ich interessiere mich nicht unbedingt für Politik. Also da kann ich mich leider nicht äußern. Man hat ja ein bisschen den Eindruck, dass sich die Leute jetzt wirklich krisensicher machen, kleinere Häuser suchen. Sie haben sich gerade hier so eine kleine Hütte angeguckt. Ja, hat das mit Gauck zu tun, wenn der Super-Gauck kommt? Also gut, das weiß man, ob er kommt. Kann vielleicht mal kommen. Ne? Meinen Sie jetzt den neuen Bundespräsidenten, meinen Sie? Den neuen Bundespräsidenten? Das ist da klar. Am 18. März, ja, da kommt, wenn er gewählt wird. Ach, da wird er gewählt, wer will denn nicht wählen? Es sind so viele. Sind da so würden, viele würden Sie ihn wählen? Jetzt, ja, doch. Echt? Ich hätte ihn schon gleich gewählt, voriges Jahr. Vor 2 Jahren war das jetzt schon. Mit dem Wulff war nicht so... Ach gut, der Mann hat mir auch gefallen, aber gut. Ich sollte, diese Sachen durften nicht passieren. Ich bin der Meinung, wenn ein kleiner Mann, ob der irgendwas sich in eine Rolle Klopapier mitgenommen hat, dann geschmissen wird und die Existenz kaputt gemacht wird, dann kann man so einen Menschen nicht verschonen, ist doch nicht in Ordnung. Die bayerische CSU fordert ja, er soll heiraten. Ja, aber das finde ich eigentlich nicht. Ich denke, er soll sein Leben leben. Weil Sie ihn nicht so attraktiv finden? Ach doch, finde ich schon. Warum wollen Sie ihn dann nicht heiraten? Weil sie verheiratet Nein, ist. Und das schon 49 Jahre. Aber ich finde, da macht man das Audit, ne? Aber ich finde, nee, also ich von mir aus soll so leben wie, wie. Aber wählen würden Sie ihn trotzdem? Ja, das könnte ich machen, ja. Obwohl Sie verheiratet sind? Obwohl ich verheiratet bin. Ja, ich bin verheiratet. Ja, das ist schon mal ein Nachteil, weil Gauck, ja nicht verheiratet das ist. Das stimmt, aber wer weiß. Aber auch nicht Gauck. Wie denn? Ihr Mann. Nein, der heißt nicht drauf. Warte mal. Nein, Joachim Gauck heißt. Nein. Wie soll er denn sonst heißen? Er ist so ähnlich. Wulff hieß er. Und jetzt kommt der Gauck, Joachim Gauck. Genau. Ja. Oder? Du hast es jetzt noch okay. Sie glauben mir nicht, ne? Sie sind Wulff-Fan und Sie sind Gauck-Fan. Ja? Was wären denn die Argumente? Dieses Gradlinige, dieses Offene, die Ehrlichkeit. Sie sind ja Wulff-Fan. Ich bin Wulff-Fan. Nee, ich bin kein Wulff-Fan. Kann ich nicht machen. Sie müssen sich mal zwingen. Nee, kann ich nicht. Was, er hat doch auch Vorteile. Es ist doch nicht alles schlecht. Also was man jetzt, dafür hat man so viel gehört. Also ich wüsste nicht, wo da noch Vorteile sein sollten. Er hat eine hübsche Frau. Ja, die, da habe ich nichts mit zu tun. Meine reicht mir. Jetzt haben Sie auch mal gesehen, wie ich zivil aussehe. In dieser Ausgabe gibt es noch Musik von einer ganz fantastischen Band, die wir hier eingeladen haben. Die heißen The Jars und Christian ist der Sänger. Was hören wir von euch heute noch? Den Song Loneliness, einen Song, den wir mit Herz und Seele geschrieben haben. Oh mein Gott. Bevor Sie jetzt völlig schmelzen, bleiben Sie kurz dran. Tun Sie sich mal diese Verbrauchertipps rein, die wir für Sie vorbereitet haben. Kaufen Sie das alles und danach sehen wir uns gleich wieder. Alles kaufen kann, das findet man auf keiner Verbrauchermesse. Aber gucken Sie mal, wir sind ja hier auf der Frühjahrsausstellung in Kassel. Darf ich Sie mal fragen, was Sie schon eingekauft haben? Den Zauberstab. Den Zauberstab? Genau. Haben Sie keinen Mann? Doch. Meine Damen und Herren, einen kleinen Eindruck von dieser Verkaufsveranstaltung hier gibt es jetzt mal für Sie kurz zusammengefasst von mir. Die Sofas sind aus der Pfalz oder nur Sie?
Nein, wir sind von Belgien. Aus Belgien? Ja, ja, das ist ja so ähnlich Belgien, wie die Pfalz. Mitte-Sofa von Belgien. Echt? Was ist denn an belgischen Sofas besser? Also mit Pralinen hätte ich es noch verstanden, aber was ist an belgischen Sofas anders als an deutschen? Die Verarbeitung vielleicht und den Design. Kinderhände oder? Wie? Leder? Leder, ja, wir machen nur Leder. Wir sind spezialisiert in Leder. Mhm. Einen schönen guten Tag vor Kassel. Ja, ach, das ist eine Schwimmhalle. Richtig, das ist eine Abdeckung für Stahlwandbecken. Eine kostengünstige Alternative zu einer normalen Schwimmhalle, wie man sie jetzt da oben sehen kann. Ach, jetzt verstehe ich das langsam. Kann man hier ein paar Bahnen ziehen? Der Vorteil ist halt dabei, ich habe hier eine Überdachung, die mir... Man wird nicht nass praktisch, wenn es mal regnet? Ja. Ein Stück Brot, angeröstet in der Pfanne. Wie nennen Sie das? Croutons. Das ist Französisch und heißt so viel wie? Brot, keine Ahnung. Angeröstet in der Pfanne. Genau. Würden Sie eine Schönheitsoperation machen? Jetzt mal. Nein. Ich finde mich zwar nicht sehr schön, aber ich würde auch nichts machen lassen. Ich finde Sie aber sehr ausdrucksstark. Dankeschön. Das hat mir mein Mann heute noch nicht gesagt. Dem werde ich das heute unterjubeln. Soll ich es ihm aufschreiben? Ja, gerne. Ich nehme es mit. Wie Sie daheim nämlich das Messer draußen haben, sag ich schon mal gut nach. Das ist schon toll, was der macht, oder? Ja. Ist toll, ja. Wie oft in der Woche essen Sie den griechischen Bauernsalat? Schweizer Wurstsalat? Auch nicht. Chefsalat? Ja, ich an sich Salat weniger, weil ich Makomar, das blutgerinnende Mittel, nehme und dann muss ich vorsichtig sein mit allen. Muss man eher so ein bisschen Blutwurst essen wahrscheinlich? Ja, sowas könnte man schon mal nehmen, ne? Aber Salat ist nicht so. Aber alle Salate sind an sich nicht geeignet dafür. Auch ganzes, alles grün, was grün ist. Ne? Spinat, Salat. Das. Obstsalat? Naja, Obstsalat doch schon. Ne? Ja. Ja, da kann man auch mal einen Apfel essen, ist auch gut. Das oder? Kann man essen, da hat man keine Probleme mit. Ne? Wirklich sehr lecker. Was sagt denn Ihre Frau dazu, wenn Sie abends immer betrunken heimkommen? Die kann nichts dazu sagen, ich komme nicht betrunken nach Hause. Ich wollte sagen, ich bin nicht verheiratet. Nee, das ist unlogisch. Nein, das ist klar. Sonst hätte ich das Ding hier umsonst an der Hand. Nein. Es saßen die alten Germanen zu beiden Ufern des Rheins. Nicht schlecht. So, wo sollen wir jetzt Urlaub machen die nächsten 4-5 Jahre? Ja, in Höchst an der Weser. Bevor wir zurückgeben in die angeschlossenen Anstalten, möchte ich noch auf einige Missstände hier auf der Frühjahrsausstellung aufmerksam machen. Hier sind viele kleine Tiere eingesperrt und an viel zu kurzer Leine teilweise, in viel zu kleinen Käfig, alles in Bodenhaltung. Und ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was der Zuschauer erwartet von so einer Messe. Ich bin traurig und verabschiede mich. Ich brauche meine Antidepressiva. Was es alles gibt. QVC zum Anfassen. Aber hier auf dieser Messe haben wir auch eine Band eingeladen, The Jars, Christian und Co. Stell deine Leute mal kurz selber vor. Ja, am besten mal jeder für sich. Das ist erstmal jetzt der Jonas, unser Gitarrist. Dann haben wir hier den. Oh, entschuldige bitte. Dann haben wir hier den Andi, unseren Schlagzeuger. Ja. Unseren zweiten Gitarrist, den Tim. Und unseren Bassisten, den Nico. Was macht ihr für Musik? Wir machen eigentlich Indie-Rock, Alternative und heute mal hier Unplugged, mal was Besonderes für uns. Machen wir auch nicht so oft, aber macht immer wieder Spaß. Und das wollen wir jetzt auch mal hören. Wir hören einen Song, der heißt Loneliness, wenn ich das höre. Loneliness. Loneliness und der ist mit Herz und Seele geschrieben und vielleicht hört man es ja auch. Hier sind The Jars. I was getting older, things coming to an end. That I have to find out, life has tried to make you bend. And all the stars I tried to reach are just too far away. And that is how life is, and there is nothing left to say. There is nothing left to say. To an end. Loneliness is killing me. When there's so much left I used to see.
there's any place for pain and sadness in my heart. After this, I've started something new. So what outside was cold and I got nothing left to do. I became high and tried to fly away and trip into that other side and wait for better days. So I was waiting for some better day. Loneliness is killing me when there's so much left I used to see. There's any place for pain and sadness in my heart. Left I used to see. There's any place for pain and sadness in my heart. Oh, loneliness is killing me. And there's so much left I used to see. There's any place for pain and your sadness in my heart. Oh, yeah. Dankeschön. Dankeschön. The Jars hier bei uns in der wunderbaren Welt des Herrn Ebert. Christian, wo kann man euch im Internet finden? Auf Facebook kann man uns finden. Da gibt es also eine eigene Seite von uns. The Jars eingeben und Kassel, dann findet man uns sofort. Und bei MySpace natürlich, ne, und verschiedene andere regionale Bandportale. Zum Beispiel Regioactive seid ihr auch und sowas. Zum Beispiel das auch. Alles klar, The Jars einfach mal googeln. Das war's. Ich habe noch eine kleine Aufgabe für Sie. Versuchen Sie mal Gauk zu beugen. Ne? Er gaukte, sie gaukt, wir ihr sie gauken.